Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Werkstatt TV. Heute haben wir hier einen Mondeo Baujahr 2011 Turnier Kombi. Und da reparieren wir nichts dran, da ist auch gar nichts kaputt. Wie ihr schon am Titel sicherlich gesehen habt, bekommt ihr heute eine Anhängerkupplung, und zwar eine abnehmbare. Und die Anhängerkupplung ist hier im Kofferraum drin. Wir schauen uns das gleich alles zusammen an. Wir machen da einen Zweiteiler draus. Heute seht ihr die Mechanik und in der nächsten Folge, wie wir die Elektrik installieren. Und ja, ich würde sagen, wir gucken, was sich im Kofferraum verbirgt und packen das ganze Zeug aus, wie immer, nach dem Intro. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Relativ großes Paket. Ja, Leute, hier haben wir die Anhängerkupplung. Ich habe noch nicht reingeguckt. Gucken wir mal mit euch zusammen, was sich hier drin denn so verbirgt. Mal gucken, wie das aufgeht hier. Dann fängt es schon gut an. Mhm. So. Ja, Wahnsinn. Da sieht man ja gleich viel mehr. Dann machen wir mal weiter. So. Und als erstes haben wir hier immer von dem Hersteller hier meistens mitgeliefert, so ein nettes Paket hier mit so ein paar Zugaben. Hier ist einmal ein Cuttermesser drin, ein Kalender, eine Tüte Haribo und irgendwo so ein Feuchttuch oder sowas, keine Ahnung. Auf Seite. Dann haben wir hier noch einen Adapter, 13 auf 7 Pol. Wenn ihr mal einen 7-poligen Anhänger ziehen wollt, ist hier auch schon direkt mit im Lieferumfang. Dann haben wir hier die ganze Elektrik. Die schneide ich jetzt erstmal ab. Denn was sich hier drin verbirgt, das seht ihr in der nächsten Folge. So, dann haben wir hier auch schon ich muss der Marco mal kurz helfen, den Karton hier wegziehen. Das ist nämlich schwer wie ein Sau. Nimm mal die Karton da weg. Lass die Kamera stehen. So, jetzt sehen wir hier schon die eigentliche Traverse. Wir schauen mal, was wir hier drin haben. Hier haben wir einmal den Schraubensatz und eine Schutzkappe für den Kugelkopf. Wir haben, das scheint mir hier, genau, das ist hier so eine Tüte, wo man den Kugelkopf drin aufbewahren kann, wenn man ihn gerade nicht braucht. Wir haben zwei Knotenbleche oder so Konterbleche, die gleich hier an die Traversen drankommen. Wir haben eine Bedienungs- und Einbauanleitung und einen Aufkleber, den wir hier gleich noch anbringen müssen, der noch mal kurz beschreibt, wie man den Kugelkopf sicher einrastet. Das war es auch schon mit der Tüte hier. Und hier sollte jetzt eigentlich sich nur noch der Kugelkopf drin befinden. Hier haben wir natürlich auch die beiden Schlüssel, um den Kugelkopf auch abzusperren, damit ihn euch keiner klauen kann. Und natürlich der eigentliche Kugelkopf. So, alles das, was ihr jetzt hier seht, bauen wir jetzt zusammen mit euch ein. Wir müssen die Stoßstangen hier abbauen. Um die richtig abzukriegen, müssen wir auch hier wahrscheinlich die Leuchten rausnehmen. So genau habe ich es mir gar nicht angeguckt, ist aber auch egal. Wir müssen eh den Innenraum hier zerlegen, hier Boden und die Seitenteile, um hinterher die Elektrik einzubauen, weil ohne Elektrik macht die Anhängerkupplung ja auch nicht viel Sinn. Deswegen fangen wir gleich an und bauen alles auseinander, wenn wir schon mal gerade hier bei sind. Dann mache ich mal hier die Gummilippe einmal hier ein bisschen hoch, die Teppichmatte
Kann auch schon mal hier raus. Dann noch hier die diese Laderaumabdeckung. Klappen wir gleich mal die Sitze nach vorne und bauen dann hier schon mal die Seitenteile ab. Auch hier gerne wieder meine Schraubenbox gesehen. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen hier entlang schauen, da sind überall so kleine Torx-Schrauben. Hier fehlt schon eine, auch gut. Und der Rest ist dann in der Regel geklipst. So, hier noch Stecker vom Zigarettenanzünder hinten abziehen. So, wenn das jetzt hier so hängen bleibt, ist das nicht tragisch. Das Bodenteil hier ist ebenfalls nur geklipst, das kann auch schon auf Seite. So, haben wir noch hier so ein kleines Lego. Das kommt auch weg. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt andere Klamotten an als eben noch. Wir haben gerade mal einen Schnitt gemacht, weil wir hier drin gesehen haben, dass wir den falschen Elektrosatz bestellt haben. Jetzt haben wir den richtigen, und zwar, kann ich auch gleich mal erzählen, gibt es den einmal mit diesem Steuerteil und einmal ohne. Wir hatten den ohne bestellt, weil wir davon ausgegangen sind, dass dieses Auto eine entsprechende Vorbereitung hat. Hat es aber nicht, haben auch nur ganz wenige Mondeos. Deswegen haben wir den Satz eben ausgetauscht und machen jetzt aber genau wie geplant weiter. Wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir hier diesen grünen Stecker. Da ist einmal der CAN-Bus drauf und den brauchen wir auf jeden Fall gleich, um die Elektrik anzuschließen. Da kommen wir aber dann erst in zwei Wochen im nächsten Video zu. Hier links, ob wir das auseinanderbauen müssen, weiß ich jetzt noch gar nicht, weil die Elektrik bei dem Auto hier hinten rechts eingebaut wird. Deswegen lasse ich das erstmal noch zusammen hier. Jetzt heben wir das Auto als nächstes an und bauen natürlich die Stoßstange ab, weil dahinter ja die Traverse unserer Anhängerkupplung sitzt. So, und die Stoßstange ist an verschiedenen Stellen verschraubt. Wir fangen jetzt einfach mal hier hinten an. Hier sind so ein paar Torx-Schrauben. 25er. Dann haben wir hier noch so ein paar Torx-Schrauben in den Radhäusern. Da oben auch noch welche? Nee, ne? Das gleiche mache ich jetzt schnell auf der anderen Seite, da braucht er nicht bei zuzugucken und dann können wir die Stoßstange auch gleich schon abnehmen. Und dann haben wir hier unten noch zwei so Kunststoffkreuzschrauben mit so Knipsen dran. Wenn man die gelöst hat, kann man den Clips dann hier einmal aushaken. Steckt die Schraube dann direkt wieder ein Stückchen rein, dass wir die gleich auch zusammen haben.
Manchmal gehen die etwas schwer, dann kann man sie, wenn sie ein bisschen gelöst sind, mit dem Clipzieher, Clipheber hier einfach rausziehen. So, jetzt haben wir hier noch ein Kabel unten für die ne? PCs. Ja, wie heißt die denn? Hier für die, die Einpackhilfe. Hier unter der Schnorchung seht ihr hier den Kabelbaum von diesen Parksensoren. Und dann sehen wir hier einen großen Stecker an der Seite. Den kann man hier einmal lösen, der ist nämlich nur geklipst. Und dann kann man den hier einfach trennen. Ganz einfach. Der hängt nämlich auch fest, da ist Dreck drin. Ach. Manchmal hängt hier vorne ein bisschen Dreck drin, dann lässt er sich nicht so leicht lösen. Dann muss man den erstmal hier ein bisschen rauspuppeln. Und können den dann auseinanderziehen. So, den hier, den lassen wir einfach hängen, den können wir hier nicht wieder festklipsen. Und der ist uns, stört uns jetzt auch nicht mehr. Dann können wir die Stoßstange jetzt abbauen. Und das macht er am besten zu zweit. Dafür hole ich mir gleich mal den Mark dazu. So, dann geht's einer links, einer rechts. Sieht ein bisschen brutal aus. Die muss nämlich hier einmal aus ihrer Halterung rausgezogen werden. Boah, oder ist sie noch irgendwo fest? Kriegst du sie raus? Ah. So. Genau. Wenn man die dann aus ihren Clips rausgezogen hat, kann man die einfach nach hinten abnehmen. Und dann legt er die am besten auf einer Decke oder ähnlichem ab. So. Und wir haben hier unsere Anleitung, wo keine Schande ist, mal reinzuschauen. Und die sagt, wenn die Stoßstange ab ist als nächstes, dieser Querträger hinten abmontieren und wegschmeißen. Dafür ist diese Mülltonne hier zu sehen. Das heißt, der wird danach nicht mehr benötigt. Das ist praktisch der, der Pralldämpfer. Wenn ein anderes Auto hier drauf fährt, ist das praktisch die eigentliche Stoßstange und nicht das, was wir eben abgebaut haben. Die Traverse der Anhängerkupplung, die wir hier gleich montieren, übernimmt danach diese Funktion, weil die ja auch massiv ist. Und deswegen wird dieses Teil hier nicht mehr benötigt. Inklusive der Schrauben, die wir hier rausschrauben, die braucht man nämlich auch nicht mehr. Das heißt, dass ich diese Schrauben jetzt auch nicht in meine Schraubendosen tue, weil ich sonst hinterher denke, ich hätte die irgendwo vergessen wieder einzubauen. Die letzte lasse ich noch einen Gang hier drin. Also die Schrauben schmeißt er entweder gleich weg oder ihr habt so eine Schraubenkiste wie wir, wo man, wenn man mal irgendwie eine Schraube braucht, mal nachschauen kann, wenn man sie woanders kaputt gemacht hat oder vergessen hat, dann habt ihr immer noch ein paar Schrauben zur Hand. Die letzte sehe ich hier, die hat hier ein Langloch, das heißt, die kann ich aufstecken lassen und kann dann, nachdem ich die letzte Schraube hier entfernt habe, da hält sie links noch schön fest, einfach zur Seite rausziehen. So, und das Ding geht jetzt so wie es ist auf den Müll, das brauchen wir auch nicht mehr. Super, super. So, die letzte Schraube holen wir uns dann natürlich auch noch raus für unsere Sammlung. Die würde aber auch hinterher stören. Dann muss ich hier den Auspuff aushängen. Da ist schon mal ein bisschen was Kriechöl reingesprüht. Die gehen manchmal ein bisschen schwer ab, diese Gummis hier. Ob der hier oben einfacher geht. Ja, da geht. So. Als nächstes kommt dieses Hitzeblech hier oben, was hier ist, ab. Versuchen wir es mal mit einer Zange. Super, ey. Krieg ich das nicht ab? Manchmal muss man auch ein bisschen erfinderischer sein. Wenn der Widerstand einmal gebrochen ist,
geht auch ganz gut. Ich hoffe, da sind nicht allzu viele von da. Dann haben wir hier oben eine 10er Schraube, die das Hitzeschutzblech auch noch hält. So, wenn wir das jetzt hier ausreichend gelöst haben, können wir das hier auch schon so runterklappen. Und sehen dann hier die Befestigungspunkte für unsere Anhängerkupplung, diese Löcher, die ihr hier seht. Da ist überall Unterbodenschutz drauf. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Und wenn ihr hier guckt, da ist auch Unterbodenschutz drauf. Den müssen wir auf jeden Fall vorher entfernen an der Stelle. Und zwar sehen wir hier den Unterbodenschutz. Das ist so eine Gummierung, die vor Rost schützt das Auto. Die muss aber hier, wo wir die Verschraubung machen, auf jeden Fall weg. Das ist so ein Kunststoff, so ein Flüssigkunststoff, der ja bei der Produktion aufgebracht wird. Das Problem an der Sache ist, wenn ich die Anhängerkupplung, will ich drauf machen? Ja, jetzt. Wenn ich die Anhängerkupplung gleich festschraube mit Drehmoment und es wird ja wieder Sommer oder es ist auch gerade noch Sommer und es werden 40 Grad oder mehr, dann wird dieses Kunststoff hier halt relativ weich. Und dann stimmt das Drehmoment nicht mehr. Dann ist die Anhängerkupplung, die Traverse nicht mehr ausreichend fest. Und deswegen müssen wir alles, was weich ist, an dieser Stelle hier entfernen. Und wenn wir uns hier vorher die Platte mal hier dranlegen, wo sie später hin soll. Manchmal sind das nur so viereckige Plättchen. Aber hier muss man halt echt komplett entfernen. Entfernen wir noch die lose hängenden Sachen hier und damit das Auto dann später nicht rostet, wo ist die Dose jetzt hin? Also, danke. Und damit das Auto dann später nicht rostet, machen wir jetzt einen Lack, einen Klarlack oder in dem Fall jetzt Zinkspray drauf. Einfach weil hier das Blech jetzt frei liegt, dass das nicht weiter rostet. Ich stelle euch dafür mal kurz ein bisschen weiter nach hinten weg, sonst habt ihr gleich Zinkspray auf der Kamera. Vorher mal ein bisschen mit Bremsenreiniger hier die Partikel noch weg und das Ganze fettfrei machen, damit der Lack auch gleich schön halten kann. So. Das Ganze machen wir gleich nach der Montage der Platte nochmal, dann sind die Schraubenköpfe auch geschützt. Und das läuft überall noch mal hier ein bisschen dazwischen. Das Ganze müssen wir jetzt auf der anderen Seite machen. Das Problem ist, dass ihr da nicht so gut schauen könnt, weil ihr seht, dass der Auspuff hier so ein bisschen im Weg hängt. Das ist auch ein bisschen schwieriger zum Kratzen. Ja, wir machen es jetzt irgendwie. Man kann den Auspuff auch abbauen, aber das steht, glaube ich, nicht im Verhältnis zu der Arbeit, die man da spart. Deswegen machen wir das jetzt hier schnell. Ja, nachdem wir das hier aufwendig abgeschabt haben, kommt jetzt die Traverse hinten rein. Die wird jetzt hier eingeschoben, wo wir vorher den Pralldämpfer abgeschraubt haben. Und dann haben wir diese beiden Konterbleche hier. Sind nicht die gleichen. Die müssen wir jetzt hier unten drunter an der entsprechenden Stelle verschrauben. Und zwar mit den mitgelieferten 13er Schrauben hier. So, und zwar sehen wir jetzt hier oben die Löcher, wo wir eben auch freigekratzt haben. Wir sehen aber kein Gewinde. Wir müssen also die Traverse jetzt ein Stückchen rausziehen oder reinschieben, bis wir hier die entsprechenden Gewinde sehen. Dann nehmen wir jetzt schon mal die, wenn wir das Gewinde sehen, die erste Schraube und setzen die hier schon mal leicht an. Die geht ein bisschen schwer rein, weil die Gewinde innen lackiert sind. Leicht zurück, ganz leicht. Ja, und nochmal hoch. Ja, perfekt. Das gleiche, auch wenn ihr es leider schlecht sehen könnt, muss nochmal heben, Marc. Leicht raus. Kannst du ein bisschen rausziehen? Ja, genau. Ein bisschen runter wieder. Ja, so passt. Erster hat angebissen.
ich muss den mal hochheben. Einfach hoch. Ja, jetzt ist er drin. Die erste. Tut noch ein bisschen wackeln an dem Ding. So rauf, runter. Ja, jetzt kommt sie. Die zweite Schraube ist drin. So, dann machen wir die jetzt mal alle hier fest. Die bekommen einen Drehmoment von genau 62 Newtonmeter. Die habe ich hier in meinem Drehmomentschlüssel auch schon eingestellt. Na, dann gehen wir danach auch hier noch einmal mit Zinkspray rüber, um die Schraubenköpfe zu schützen und dass das hier auch ein bisschen zwischen die Karosserie und diese Verstärkungsplatte hier läuft. Und damit auch hier keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. So, dann bauen wir jetzt hier auch wieder zurück. Da haben wir es jetzt schon festgemacht. Das haben wir euch nicht gezeigt, weil man da sowieso leider fast nicht sehen kann. Und das auch ein bisschen länger gedauert hat. Und hier das Schräubchen, was wir hier abgemacht haben. Den Auspuffgummi wieder hier rein. Dann sind wir mit der Mechanik insoweit fertig, dass wir jetzt mal testen, ob die Anhängerkupplung auch passt. Aber das sollte sie eigentlich. Hier kommt dann der Schlüssel rein. Ja, wenn die aufgeschlossen ist, könnt ihr das hier einmal hochziehen, drehen, klemmt dann so ein, ist sie arretiert und man kann sie einfach reinstecken und die rastet dann noch ein. So, hat sie jetzt getan. Könnt ihr die Kupplung jetzt abschließen. Ja, und dann ist sie auch schon gesichert. Ne? Kein Spiel vorhanden. Und zum Entfernen aufschließen, den Hebel hier etwas rausziehen, drehen, bis sie einrastet und dann nach unten einfach entfernen. Staubschutzkappe wieder rein. So, und dann seht ihr die nochmal, wenn wir mit allem fertig sind. Für heute sind wir fertig mit dem Video und mit der Mechanik für die Anhängerkupplung. Im nächsten Video in 14 Tagen geht es weiter, da bauen wir die Elektrik mit euch ein. Und vergesst das Abo nicht, dann könnt ihr die Folge nicht verpassen und bis zum nächsten Mal.